Ach, der wilde Westen. Nicht mehr ganz so wild, seit ich mich zur Ruhe gesetzt habe und meine eigene Farm betreibe. Aber ein bisschen pünktlich immer noch. Denn ich bin ein Mann. Und wer kein Mann ist, mein Sohn, der da hinten sitzt, und meine Frau, die im Haus ist. Zu wem gehe ich als erstes? Was passiert eigentlich, wenn ich, darf ich das mal probieren, bevor wir... Willst du deinen Sohn mit dem Lasso einfangen? Den alten Mann, okay, ist ein Kompromiss. Ja, okay. Wobei, dann rasten die bestimmt alle aus. Wer ist der alte Mann? Der hat die Axt in der Hand. Ich glaube, das ist dein Onkel. Das geht gar nicht. Nee. Er ist einfach ausge-X'd, alle ausge-X'd. Naja. Oh, dann machen wir was mit Abigail oder machen wir was genau, mit. Genau, weil bei Jack Abigail kannst du nur zum. Nee, bei Jack kannst du nur am Abend hin. Aber das, was ich dir gerade erzählt hatte. Ja, da steht, komm um so und so viel Uhr wieder. Das ist das X. Hä? Ah, siehst du? Eine der Sachen, von denen ich dir erzählt habe. Ja. Offensichtlich. Anscheinend. Aber ich dachte, die andere Sache kommt noch davor. Nio. What's the book, boy? I don't know, I can't read. I'm just staring at the pages. Looking smart and all. It's to attract girls. How people killed the savage Redskins and how this man, this brave man, hunts the man who killed his father. I'm glad you're enjoying it. Talking of adventure, how'd you like to learn to track elk? Really big ones in the valley this time of year. Use the meat. I know you'd rather read your adventures. Trust me, this can be very enjoyable in its own way. Aber ich hatte irgendwie so im Gedächtnis, dass vorher schon in Blackwater eine Mission kommt, wo du die Büffel alle erledigen musst. Die haben noch keinen einzigen von den Büffeln gesehen. Das ist komisch, oder? Die sind doch eigentlich so vor Blackwater irgendwie so ich weiß es in der nicht. Gegend. Das ist schon lange her. Aber mein Spiel scheint ja sowieso nicht. Oder die Xbox One S oder was weiß ich nicht, was. Wer weiß, woran es liegt. Ich lege mein Buch genau hier hin. Hier will ich es wiederfinden, wenn es regnet. Ja, scheint ja irgendwie generell das Spiel manchmal nicht so zu mögen. Ich meine, der Zivilist in der Cutscene war schon cool. Wir kommen erstmal zurück bei Red Dead Redemption. Stimmt, ich glaube, das ja. haben wir noch gar nicht gesagt. Richtig, wir haben nur gegen den Busch gepinkelt und dann... Genau. Der Busch, das Klo für mich. mit dem Captain aus der Kanjos Corner und mir, dem Faylord. Ja. Wie eh und je, wie man es kennt. Und ich bin es gerade so ein bisschen durchgegangen und so viele Missionen kommen gar nicht mehr. Also gefühlt kommen nur noch 6, 7 Missionen. 7 hatte ich, glaube ich, ne? Du sagtest 7, ja. 7, lass uns 8 sein, wenn ich eine vergessen habe. Also es ist echt überschaubar. Ja. Wenn ich nicht irgendwas vergessen habe, aber der Captain meinte auch irgendwie, dass das so zu stimmen scheint oder akkurat klingt auf jeden Fall. Ja, es klingt vernünftig jedenfalls. Ich habe aber auch nicht mehr, es ist schon lange her, als ich gespielt habe. Na, wenn die letzten paar Missionen kommen, dann werde ich es schon erkennen. Aber wie gesagt, die habe ich ja erst vor einer Weile gemacht. Ich witter das. Yippie. Yippie? I know all that business must have been hard on you. It wasn't nothing. I'm not a kid anymore. Well, it won't happen again. It's over. Until the next time you meet. Easy. Jack, he's on to something. Ach, wir haben den Hund dabei. Ja. Den habe ich ja gar nicht realisiert. Gut, dass du nicht umgeritten hast. Einfach so ein Kojote oder so, der zum Spaß da rum. Aber wir haben einen Hund. Ja. Mir schon mal gewünscht. Aber Vorsicht nicht, dass du den einfach umreitest. Stirbt der dann? Gib dir direkt 2 Sterne in GTA. Nee, also ich... Transferieren die hier toten Hunde nach GTA 5? Wird der Speicherstand ausgelesen und dann... Genau, genau. Nee, ich hatte glaube ich auch erzählt, in Armadillo einmal den Hund versehentlich umgeritten. Ja, das war der Bürgermeister, ja. Weil ich den angepfiffen... Also weil ich halt mein Pferdchen gepfiffen hatte. Und... Das sieht irgendwie voll lustig aus, wie das Ding durch die Grasmatschelt. Ist das das Ding, was ich... Nee, ich muss den da hinten. Ja, ja. Aber Vorsicht, du... Sollst es doch nicht verscheuchen. Soll es erledigen. Sollst du mir zeigen, wie man jagt. So macht man das eigentlich nicht, ne? Direkt auf den Wapiti zu. Drive by! Oh, aber das war ein richtig guter Schuss. Jetzt zeigst du ihm noch, wie man das ausnimmt. Du are nasty! You have to say that if you do that. Every fucking time! I thought he was gonna get away. That was great, huh? Really every time, pa? Wait for the right shot, not rush it.
Guck mal, wie ich Bauch reden kann. Der Hund will mich anfallen. Also Rufus! Rufus, der Hund! Rufus! Oh. No. Festgebackt. Nee, jetzt nicht mehr. Bitte führ uns nicht zu einem Bär. Hm. Ich glaube, das ist mir wirklich ständig passiert. Dass ich hier immer, dass wirklich immer auf meinem Weg zu diesen Wapitis wilde Bären gespawnt sind in meiner Nähe. Wildbär. Und mich immer wieder getötet haben. Deswegen habe ich diese Mission, glaube ich, auch öfter machen müssen. Irgendwie sowas habe ich im Gedächtnis, dass mich in irgendeiner Mission immer wieder ständig ein Bär verfolgt hat oder getötet hat. Weil die halt einfach so random spawnen. Ich weiß nicht, ob jetzt in dieser Mission ein Bär auftauchen soll. Ich meine, das Wildlife, Wildlife geht ja einfach weiter, denke ich mal. Richtig. Die Berechnung vom Wildlife. Richtig. Life goes on, wie man so schön sagt. Genau. It's the circle of life. Blah, blah. Die Gesetz der Natur. Oh Gott, das haben wir schon oft genug gehabt. Ja. Also ja. Unsere beste Rendition war definitiv in Banjo-Kazooie Schraubelocker. Ich glaube, die Folge dürfte auch Circle of Life heißen. Do that. Ich glaube, er soll einen erschießen, oder? Weiß ich nicht. Also er soll auf jeden Fall einen häuten, denke ich. Naja. Der ging doch voll in sein Gesicht. Ja, siehst du, er muss, glaube ich, auch das Ding abballern. Na, aber der wird er lernt nichts, wenn du es für ihn machst. Ja, aber der wird mir doch als Pfeil angezeigt. Siehst du, dein Sohn schießt doch drauf. Ja, aber... Siehst du? Sehr gut. Na gut. Guckt man jetzt auch durch ihn so in der gleichen Kameraperspektive? Ich glaube ja, oder? Den Tasty! Ja, gucke! Ganz bedächtig. Hm. Oh, ich werde dich opfern! Ja! Für Satan! Der kriegt es mit sogar mit einem Schnitt weniger hin als sein Vater. Nicht wahr? Er ist ein Profi. Einfach nur zack, zack, zack. Der hat jetzt so ein Illuminatendreieck reingeschnitzt. Aber du kriegst das Wapiti-Fleisch. Du holst mir das andere auch noch, würde ich sagen. Auf nach Manzanita. Manzanita. Steig wieder auf dein Pferd. Manzanita, Banana. Chiquita, Chiquita. Genau. Who's that Pokémon? It's Chiquita Banana. Chiquita, Chiquita. Du bist so gescheitert. Du bist nicht auf dem Pferd gestiegen. Chiquita, what does the power say about this power level? It's gonna say. It's over banana. It's bananas. What bananas? That's not right. That can be right. Jetzt los jetzt hier. Moment, wir haben gesagt, wir brauchen das Fleisch zum Verkauf. Ach so. Hat er das gesagt vorhin? Da stand gerade, geht zum Händler um zu verkaufen. Aber ich dachte, wir brauchen das Fleisch, um es zu essen. Aber das bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt irgendwas über... Ja, von dem Geld können wir uns wieder Lebensmittel kaufen. Hm. Die geilen Mikrowellen. Am besten Wapiti-Fleisch, das soll ganz gut sein. Ja. Mikrowellen, Burritos und Instant-Noodles. Oh ja, ist ein Vampir. Nee, ist ein Pferd. Ah. Wir könnten ihm ein Geweih ankleben. Und das tun halt auch. Hm. Das ist dann ein geweihtes Pferd. Ja. Immer doch. So. Der schafft ja sogar. Ja. Du hast es schafft gesagt. Ja. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, geh mal laden. In Laden, in den Laden. Da dreht sich mir gerade alles. Ja, offensichtlich schon. Hui.
Hello! Ne, woher kommt der hohe Akkustand? Von der Laden. Den muss man erstmal verkraften. Anstatt von der Linde hieß der, nicht von der Laden. Och Mann. Naja, was will man machen? Papierfleisch. Genau, verkaufen. Weg damit. Wollen wir jetzt auch einfach alles andere verkaufen? Kannst du machen. Also nicht das Gold, ja, aber... Ja, nie das Gold. Ich glaube... Ach, das Kraut brauchten wir? Egal. Scheiß auf das ich glaub, Kraut. Ich wollte gerade sagen, die Mission ist, glaube ich, jetzt sowieso. Wir können nicht das ist nur eins. Das so, ja, ich gucke mal auf die Dollaranzeige und denke, ach ja, das sind... Wir haben 8 Stück. Warum geht denn das nicht hoch? Nee. Ach ja, blaues Wollkraut. Wildes Mutterkraut. Dickhorn Schafsfleisch. SpongeBob Schwammkopf. Dickhorn Schafsfleisch. Oh, 18 für eine Puma-Klaue. Dickhorn Schafsfleisch. It's Irish. What? Ja. Ach, okay. Wir wollten eigentlich das Wapiti-Fleisch verkaufen, nicht wahr? Ja. Ist ja schon verkauft, sehe ich gerade. Ja, Wapiti-Pelz noch vielleicht. Ah, und die Geweih. Geweih sogar. Genau, Grizzly-Fleisch 12. Jetzt haben wir wieder ordentlich Kohle. Grizzly-Zahn, genau, jetzt nur noch die Grizzly-Felle und fertig ist. Ich glaube, nach dem Gold kommt nichts mehr. Ja. Achso, jetzt willst du kaufen. Ja, Wurfmesser geht, klar. Wir können nur 5 Wurfmesser haben. Ja, weil wir den Rest noch haben. Tall Trees. Genau. Die Überlebenskünstlerkarte ist ja so ein Verbrauchsgegenstand. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich eine brauchen. Denke ich nicht. Munitionskram brauchen wir auch nicht. Pferde brauchen wir alles nicht. Passt. Haben Jawohl. Wir alles. Wir grinsen, ob er uns, als ob er was wüsste, ob er uns reingelegt hätte. Schieß auf Jack. Nicht du, wir hatten den Affen, Jack. Hast du gehört? Der Rabe hat deinen Ruf gehört. Was? Oh Gott. Ah. Ja, mein Fernseher, weil ich so lange nichts gemacht habe, wollte er sich gerade abschalten. Das ja, es sind jetzt so fast 3 Stunden, dass da nichts passiert ist. Oh. Und nach 3 Stunden sagt er sich so, ey, Abschaltung. Wie wär's? Deswegen, das ist immer ganz gut, wenn ich dann irgendwie eine Playlist anmache oder so, nachts oder abends und dann halt einpenne oder so. Und dann Stream laufen lasse, einfach wenn man darüber. Das so macht. Dann sagt sich der Fernseher irgendwann einfach. Bei der Xbox habe ich das umgeschalten, weil irgendwie. Oder habe ich da noch sowas drin? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ist Jack überhaupt bei dir? Noch hat sich niemand beschwert. Ein Name für dich, die Abkürzung durch den Fangornwald. The Taking the Hobbits to Isengard. God. Oh, this was so much fun, Pa. Fun, Pa? Fun, Pa. Trinke Fun, Pa, sei mal Mutter. Willst du noch zu Abigail, oder? Wir haben sogar noch eine Mission mit Das ist Onkel. Onkel. Ja, das ist der Onkel. Ich hieß mein Onkel. Ah, Schusstraining mit Jack vermutlich. So wie es aussieht. Und das gibt's bei Jack. Was zum... Das Spiel ist irgendwie... What the shit? Und wieder mit diesen komischen Schritten. Welche willst du denn jetzt machen? Willst du Onkel machen? Willst du Abigail machen? Oder? Guck mal, wie er schießt. Er schießt natürlich nicht, wenn du davor stehst. Sehr gute Technik, Jack. Gut, ich wurde in die Mission gedrängt. Ach, nochmal Kühe treiben. Och nein. Mit dem Onkel. Oh, ich dachte, mit dem mal. Onkel kommt eigentlich was anderes. Aber okay, gut. Dann ist es auf jeden Fall eine Mission mehr, als ich dachte. Ach, Mann. Vielleicht muss man dafür nicht Pferde einreiten. Doch, ich glaube, das kommt nochmal. Boah. Yeah.
Siehst du? Sein Onkel, sag ich doch. You always was a hard, nasty man, John Marston. You always was a useless, conniving thief. Where's them cattle? Did you take them to pasture? It's coming around to that. When exactly? It's easy to pick on the elderly. It's easy, but it ain't dignified. It ain't dignified. Siehst du? It ain't dignified. Naja, so sind sie, die alten Leute. Natürlich. Die Jungen haben sowieso nie Respekt. Tot! Das hat länger gedauert, als ich dachte. Eigentlich wollte ich total cool im selben Moment die Knarre ziehen, aber... Nee. Naja. Aber die Jungen haben sowieso nie Respekt vor den Älteren, ne? Richtig. Können wir ja gar nicht. Und wir können es denen ja auch nicht recht machen. Niemand kann irgendwem irgendwas recht machen. Das stimmt. Eine Lektion, die jeder früh genug lernen sollte. Wenn man das versucht, macht man sich nur selbst krank damit. Richtig. Ich spreche aus Erfahrung. Nee, aber im Grunde ist es dann, weiß ich nicht. Wir als junge Leute können es den Alten halt nicht recht machen. Und wenn wir alt sind, dann werden wir uns wahrscheinlich über die Jungen aufregen. Das tun wir jetzt quasi. Ich wollte gerade sagen, hier scheiß Fidget Spinner Jugend. Ja, die blöden Fidget Spinner. Nee, das ist mir relativ egal. Wenn sie Spaß dran haben, sollen sie halt. Aber zu meiner Zeit nannte man das halt einfach Kreisel, ne? Zu meiner Zeit? Als ich so jung war, war das halt einfach nur Kreisel. Aber es ist ja irgendwie mehr. Was wolltest du mir das eine Mal sagen, dass die irgendwie über den Boden schweben können? Ja, die können voll die geilen Tricks. Die haben so eine. Die haben halt so einen Luftwiderstand oder so und dann. Also im Endeffekt hält man das dann so in der Mitte fest und dreht das Ding dann. Also bis. Ja, du kannst es aber auch kurz loslassen, zur anderen Hand rüber fidgen. Oder wie die Cool Kids das auch immer sagen. Und dann wiegt das aber nicht, wie du das physikalisch denken würdest, sondern halt, weil durch den Auftrieb, durch die Drehung. Langsamer und das ist anscheinend stimulierend für den Kopf. Und da spritzt man ab. Der ganze. Jesus, Avenue Christ! Ist das nicht dieses Lied, Jesus Avenue? Nee, ich weiß nicht, warum ich das immer sage. So, keine Ahnung, so. Ich sag das einfach manchmal. Hm. What the hell? Oh no! Das ist quasi Reprise. Der alte, ja, ich wollte gerade sagen. Scheiß auf den alten. Du musst die Kür davon abhalten, einfach in den Zug reinzurennen. Sehe ich gar nicht ein. Ja, sterbt doch alle! Geil! Eine Kuh nur? Das sah aber ganz anders aus, um ehrlich zu sein. Bleiben oder die Gesetzlosen aufhalten möchtest, auch ist mir egal. Ich hab genug von Gesetzlosen, ich muss hier die Kuh retten. Los jetzt! Bessie! Bessame! Das ist die beste Kucho! It's time for the kid to die. Das ist jetzt eigentlich. RIP! MacRib. Wie sie auch da liegt. Du hast noch 12 von 15. Hm. MacRib. Wieso, wo sind denn aber? Da liegt nur einer. Ich weiß nicht, wo die anderen. Die anderen sind wahrscheinlich weggerannt gerade. Die sind auf den Zug aufgesprungen. Mit Trenchcoat und Sonnenbrille. Die haben sich den Gesetzlosen angeschlossen. Hm. Die coolste Bande, die es gibt. Oh Gott. Oh. Hättest du auch gerne gebracht, wa? Naja. Hast du aber nicht. Hab ich nicht, ne. Weich. Ich kann's allein. It was I. It was me, Austin. It was me all along. No thanks. You got your pound of flesh from me today. Ja. Und das heißt jetzt so? Okay, zusammengetriebene Kühe 12. Jetzt können wir so einfach da stehen lassen. So ist das. Für immer und ewig. Auf ewig! Auf ewig! Auf ewig! Ja, und ich glaube, mit dem Onkel ist dann noch eine Einreitmission, damit wir halt Pferde auf der Ranch haben. Hm.
Ergibt auf jeden Fall Sinn, denke ich. Ich glaube, da nimmt man dann auch Jack mit, um ihm das zu zeigen. Aber da, Alter, das ist so viel, das geht auf keine... It's Betsy. Das geht auf keine Kuhhaut, du. Wie man so schön sagt. Nicht wahr? Oh Gott, die sieht so... Sie sieht aus, als wenn du ihr die Beine abgehackt hast, ja. So den Kopf und alles. Einfach, oder ob einfach nur eine Decke drüber liegen würde, wo das Blut so ein bisschen durchkommt. Das ist sehr komisch. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück und speichern ab und dann war's das mit der vorletzten Session, würde ich fast denken, weil beim nächsten Mal Bouncy Bessie Castle. Bouncy Bessie. Nee, ich glaube beim nächsten Mal, die nächste Session wird auch dann dementsprechend die letzte sein. Genau. Und da werden wir das Spiel wohl schon abschließen. Also, das werden vermutlich nicht mal 70 Folgen. Oder knapp 70. Ich habe den Überblick verloren, aber ja. Also, ist echt schneller gegangen, als ich dachte. Ich hätte wirklich gedacht, mindestens 85 bis 90. Ich meine, wir könnten natürlich noch, ne? Einfach. Wir können auch Nebenmissionen machen. In der Gegend rumdicken. Da haben wir relativ in letzter Zeit relativ wenig zu gemacht. Ja, wir haben angefangen mit vielen, aber dann einfach aufgehört, weil ich glaube, wenn ich bedenke, wie lange einfach der Folgenvorrat noch reicht und so, ja, wäre es nicht verkehrt, wenn man dann irgendwie so langsam dieses Projekt zum Ende neigen könnte und dann halt neue Sachen richtig in Angriff nehmen kann. In Angriff kann man so sagen. Genau. Machen wir hier noch unseren Behälter auf. Guck mal, was noch so Frischfleisch. Genau, dann müssen wir nur gucken, wo hier der Speicherpunkt. Ich glaube, du bist im Gästezimmer. Ich glaube, du musst gegenüber ins Zimmer gehen. Ah nee, da ist die Frau. Abbruch, Abbruch! Aber der ist ja nicht ihr Dings. Stimmt, ja, der ist ja an der Tür, der Triggerpunkt. Nein, nicht an die Tür gehen. Ach so, nee, das ist der Tisch. Scheint nur ewig. Hier schlafe ich! Hä, wo ist denn der Speicherpunkt? Es gibt keinen mehr. Nee, dann guck mal nochmal im Schlafzimmer. Ich glaube... Ja, da müsste er eigentlich. Siehst du, da ist ja das Grüne. Ja. Da muss, glaube ich, einfach mal stehen bleiben und nicht die ganze Zeit laufen. Hä? Geh mal weiter näher an die... Genau. Ah, hier. Ah, du musst perfekt zwischen Fußstück und Kopfende. Das ergibt Sinn. Stehen. Genau, speichere einfach irgendwo jetzt über. Ist ja relativ... Ach so. Egal. Was denn? Nichts. Wolltest du gerade hier ansetzen mit... Dann das war's nicht. Achso. Heute das Glas, ich habe gar kein Glas. Da ist kein Glas. Warum geht der Wind hinein? Wir leben ja wie die Wilden. Und warum haben wir dann ein Bild von Abraham Lincoln? Rechts. Ist nicht Abraham Lincoln. Achso, da rechts. Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Ist das? Fourscore! Aber natürlich ist ja kein Glas, weil hier ist ja auch kein Joko. Oh. Joko im Glas? Ja. Joghurt im Glas? Denn wir machen das Glas. Wo ist denn jetzt? Ich hab Delay, wenn er mit Joko und Klaas und stimmt, das ist nicht Abe Lincoln. Das ist Abe Rechteln. Und damit würde ich sagen, wir sind mit dieser Folge von Let's Play Red Dead Redemption. Ach. Tschüss, bis dann. Die schläft einfach weiter. Die kennt das schon von früher. Ach, John. Gute Nacht, John Boy.